Es ist eine Hilfe für die Helfer. Die Unterstützung der Tafel durch das Europabüro. Denn ohne fremde Unterstützung wäre die Fortführung des Tafelbetriebs nicht möglich gewesen. Der Grund? Viele der eigentlichen freiwilligen Mitarbeiter befinden sich in einem Alter, in dem sie zur Corona-Risikogruppe zählen. Ein Engpass gerade in Zeiten, in denen die Hilfe eigentlich mehr denn je benötigt wird. Es ist auch so, dass derjenige, der oder die Personen, die zur Tafel gehen, um Lebensmittel zu bekommen, den berechtigten Ausweis brauchen. Bereits jetzt kann man sehen, dass hier eine Zunahme zu verzeichnen ist. Also es in der Tat werden mehr Bedürftige oder müssen mehr Bedürftige das Angebot in Anspruch nehmen. Das Ziel der Hilfe durch das Europabüro ist es, die Tafel Corona-tauglich zu machen. Dafür wurde die Logistik an die Messe verlagert und einige Abläufe wurden verändert. Jetzt gibt es vorverpackte Tüten. Die Lieferanten bringen die Lebensmittel an die Messe. Dort werden Tüten verpackt und zu den Ausgabestellen gebracht. Oder direkt nach Hause im Rahmen der Nachbarschaftshilfe des Freiwilligenzentrums. Es ist einfach schön, dass das Verfahren und dass sich für die Personen an den Ausgabestellen selber nichts ändert. Die gehen zu ihren gewohnten Zeiten, zu den Ausgabestellen, bekommen ihre Pakete. Bei der Ausgabe der Pakete wie auch beim Verpacken an der Messe werden natürlich sowohl der Sicherheitsabstand als auch die Hygieneregeln eingehalten. Die Personalplanung erfolgt über das Europabüro. Die Helfer kommen aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung, aber auch aus der Mitte der Gesellschaft. Rund 130 Augsburgerinnen und Augsburger haben sich als freiwillige Helfer für die Ausgabe der Lebensmittelpakete gemeldet. Die neue Aufgabe ist ungewohnt, aber nicht unbeliebt. Also es läuft unglaublich gut. Auch die Zusammenarbeit mit dem Vorstand der Tafel Augsburg, den wir unterstützen, macht unglaublich viel Spaß. Und es ist so, dass sowohl die Prozesse hier an der Messe als auch an den Ausgabestellen hervorragend laufen und wir unglaublich viel Unterstützung erfahren. Sowohl von Freiwilligen als auch von Sponsoren und Unterstützern aus Augsburg. Eines ist Markus Hodab allerdings wichtig. Es ist nicht so, dass das Europabüro die Augsburger Tafel übernommen hat. Es handelt sich lediglich um eine Unterstützung auf Zeit, bis die Rahmenbedingungen rund um die Corona-Krise wieder einen Normalbetrieb erlauben.